Der Notarztdienst ist ja per se schon eine Belastung, weil man mit kritischen Patienten zu tun hat, man hat mit Ausnahmesituationen zu tun, sodass man nach diesem 12-Stunden-Dienst das schon merkt, was man gemacht hat. Das kann man schon sagen. Aber man lernt auch damit umzugehen. Also es ist schon so, dass man weiß, was man macht, aber man macht es auch gern und man gibt es auch für die Patienten. Seit 11 Jahren ist Dr. Tobias Hübner als Notarzt im Einsatz. Jeden Monat leistet er bis zu 7 Notdienste. Heute Nacht am Standort der Malteser, einem von 4 Notarztstandorten in Nürnberg. Um 19 Uhr beginnt seine 12-stündige Schicht. Bevor es losgehen kann, muss die Übergabe gemacht und das Einsatzfahrzeug gecheckt werden. Das sogenannte NEF ist wie eine kleine Intensivstation aufgebaut, ähnlich dem Rettungswagen. Eine Ausrüstung, die über Leben und Tod entscheiden kann. An Ausstattung ist es so, dass wir hier zum Beispiel ein EKG haben. Mit dem EKG können wir die Herzströme am Patienten ableiten. Wir können die lebenswichtige Defibrillation durchführen. Wir können das Herz von außen mit stimulieren. Wir haben hier ein Gerät, wo wir die Atemwege frei machen können, wo wir Erbrochenes absaugen können. Wir haben ein spezielles Equipment für die kleineren Bürger. Ein Kindernotfallkoffer, wir haben einen kompletten Notfallrucksack, so wie man ihn auch hat auf dem Rettungswagen. Und wir haben auf der anderen Seite noch ein Beatmungsgerät. Das ist ein Beatmungsgerät, was ein bisschen mehr Ausstattung hat, auch um Patienten, Intensivpatienten zu verlegen. Und dann haben wir hier noch einen speziellen Rucksack, das ist der Sondermaterialsrucksack. Da ist alles drinnen, was man vor Ort nochmal braucht, um bestimmte spezifische Maßnahmen, die jetzt nicht so häufig sind, durchzuführen. An diesem Abend scheint die Lage zuerst noch ruhig. Nach rund einer Stunde geht der Alarm aber los. Tobias Hübner und sein Kollege werden zu ihrem ersten Einsatz gerufen. Ein Mann ist am Hauptbahnhof auf der Rolltreppe gestürzt. Er hat jetzt über Schwindel gerichtet und hat jetzt über Brustschmerzen geklagt und Schulterschmerzen, sodass der Verdacht von einer Fraktur, also von einem Bruch im Raum stand. Und die Kollegen haben in der Untersuchung Auffälligkeiten im EKG gesehen. Und aufgrund der Auffälligkeiten haben sie mich jetzt nachalarmiert. Und wir haben jetzt zusammen das EKG nochmal befundet, haben uns den Patienten zusammen nochmal angeschaut und konnten jetzt eine akute, schlimme Erkrankung am Herzen, zumindest am EKG, nicht erkennen. Trotzdem wird der Patient vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Für Hübner gibt es aber keine lange Verschnaufpause, denn der nächste Einsatz wartet schon. Wir waren jetzt nachgefordert, wieder vom Rettungsteam. Vom Rettungswagen, und zwar geht es jetzt nach und dort gibt es einen Patienten, der blutet stark und so wie das jetzt klingt, wäre er im akuten Blutungsschock. Genau weiß er aber noch nicht, was ihn erwartet oder wie schlimm die Lage vor Ort wirklich ist. Es dauert nicht lange, dann werden die Kollegen der Feuerwehr alarmiert. Das Treppenhaus ist zu klein, um den Patienten auf der Trage runterzubringen. Deshalb wird er mit Hilfe der Drehleiter durch das Fenster nach unten gebracht. Der Teamzusammenhalt ist für Hübner bei solchen Einsätzen das Wichtigste. Besonders, wenn die Situation mal brenzlig wird. Dass die Blaulichtfamilie, dass einer für den anderen, dass man sich untereinander kennt und dass man versucht, das Beste für den Patienten zu generieren. Aber es funktioniert nur als Team. Und wenn man sich kennt, weil in Hochrisikosituationen muss man sich auf Leute verlassen können. Und dazu, denke ich, ist es wichtig, dass man die beteiligten Personen einschätzen kann, dass man gut zusammenarbeiten kann. Zurück auf der Wache. Das Team darf sich nicht lange ausruhen. Der dritte Einsatz der Nacht steht an.
Sie werden zu einem Patienten gerufen, der Brustschmerzen und Herz-Kreislauf-Störungen hat. Wie geht's Ihnen? Wie stark ist denn der Brustdruck? Wie stark ist der denn? Bei solchen Symptomen sind bestimmte Untersuchungen ausschlaggebend. Wir haben ein EKG abgeleitet, wir haben uns mit dem Patienten unterhalten, wir haben eine Anamnese gemacht und haben festgestellt im Team zusammen, nachdem er so herzvorerkrankt ist, dass man ihn zur weiteren Diagnostik, also zur Blutentnahme, zur Blutuntersuchung und zur kurzfristigen Verlaufskontrolle mit ins Krankenhaus nimmt. Das ist auch ein typisches Beispiel, das war jetzt auch eine Familie mit Migrationshintergrund, also sprich, es wurde übersetzt durch den Sohn, das hat das Ganze etwas erschwert. Aber letztlich, glaube ich, war das für den Patienten auch, war ja auch, dass er mitgegangen ist, war jetzt die richtige Entscheidung, jetzt muss man mal abwarten. Kaum aus der Tür werden die Einsatzkräfte wenige hundert Meter weiter dringend gebraucht. Ein Kind schwebt vermutlich in Lebensgefahr. Solche Erfahrungen sind selbst für den routinierten Notarzt immer noch herausfordernd. Das jetzt gerade eben war auch ein Routineeinsatz. Atemnot beim Kind. Und man hat so verschiedene Mechanismen, das zu verarbeiten. Es gibt Einsätze, mit denen ich jetzt, obwohl die schon Jahre zurückliegen, wenn man jetzt sagen würde, könnte man die aufrufen, man hat die Bilder im Kopf, man riecht, wie es damals war. Aber ich glaube, das ist wie mit jedem Beruf. Berufe hinterlassen Eindrücke bei jedem. Auch heute weiß Hübner nicht, was ihn noch alles erwartet. Wann ein Notarzt zu einem Einsatz angefordert wird, ist in Bayern durch einen bestimmten Katalog festgesetzt. Bei Schlagworten wie Bewusstlosigkeit oder Reanimation wird er automatisch angefordert. Die präklinische Notfallmedizin ist ja ein weites Feld. Also es reicht von der Geburt bis zur Reanimationssituation. Vom Kindernotfall über die Fraktur, das kann man gar nicht so sagen. Also letztlich ist es breit und man muss ein bisschen so wie so ein Allrounder auch sein. Wenn er vor Ort ankommt, ist er der einzige Arzt. Deshalb lastet eine große Verantwortung auf ihm. Seine Einschätzungen können über Leben und Tod entscheiden. Da ist wenig Spielraum für Fehler. Angst nicht, aber ich habe Respekt davor. Ich habe Respekt davor, die richtige Entscheidung immer zu treffen. Und ich bin froh, dass wir als Team immer vor Ort sind. Es ist ja nie der Notarzt alleine. Es kommt ja immer versiertes medizinisches Fachpersonal mit dazu. Jetzt auch mit dem Notfallsanitäter sind das Rettungsdienstpersonal wesentlich besser ausgebildet. Also die haben deutlich einen Schritt nach vorne gemacht. Natürlich ist es schon so, dass man sagt, man kann nicht alles immer perfekt können. Aber dann muss man als Team das Perfekte rausholen. Falls nötig, lässt sich Hübner auch jederzeit von seinem Team unterstützen, holt sich im Zweifelsfall Hilfe. Also beim Kindernotfall hätten wir jetzt zum Beispiel in Nürnberg die Möglichkeit, wenn verfügbar, zum Beispiel einen Kindernotarzt auch mit zu alarmieren, der an die Einsatzstelle kommt. Also man kann sich dann schon noch Expertise mit dazu holen. Das war jetzt hier nicht notwendig, aber ich habe es schon erlebt, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche noch Unterstützung, ich brauche noch eine Zweitmeinung. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Ja, also man ist nicht der John Wayne, der alleine ist, sondern man ist schon als Team da. Aber letztlich die Verantwortung bleibt natürlich dann beim Arzt. So ist es auch beim nächsten Fall. Eine Dame hat die 112 angerufen. Sie kann aber nicht deutlich formulieren, welche Beschwerden sie hat und was genau passiert ist. In diesem Fall zieht er die Polizei hinzu. Mehr kann Hübner heute leider nicht ausrichten. Insgesamt sind Hübner und sein Team an diesem Abend 7 Einsätze gefahren. Für sie eine ganz normale Nachtschicht. Also heute war es insgesamt ein ruhiger Dienst. Ich denke, das, was man gesehen hat, das ist der normale Notarztalltag, zumindest angeschnitten. Es ist jetzt nur eine Schicht, die spiegelt bestimmt nicht das wider, was es sonst so ist. Aber ich denke, man hat das Spektrum schon auch gesehen. Man hat Einsätze mit der Polizei gesehen, man hat Einsätze mit der Feuerwehr gesehen. Ich denke, was ganz wichtig ist, man hat gesehen, wie das Team funktioniert. Es ist ein anstrengender, nervenaufreibender und intensiver Beruf. Unter Blaulicht zu fahren,
Dafür muss man gemacht sein. Das Arbeiten außerhalb eines Krankenhauses als Arztes und unter bestimmten prekären Situationen zurechtzukommen. Ich glaube, das ist schon irgendwo auch vielleicht eine Charakterfrage, aber es ist bestimmt auch alles erlernbar und ich denke, das gehört mit dazu. Ja.